Leute, ich habe eine FNAF-Mod installiert und schaut euch an. Links haben wir Freddy, rechts Foxy, eins daneben Chica und der Hase ist Bonnie. Wir haben hier eine Bombe. Wer wird am längsten überleben? Sie geht hoch, explodiert. Bam! Die Beine von Bonnie sind kaputt gegangen. Das sieht nicht gut für dich aus. Chica hat zwar schwarze Beine, aber ihr geht's trotzdem gut. Irgendwelche letzten Worte? Nein, stirb! Ich habe zwei mit einem Schlag getötet. Ich glaube, die sind tot. Nur noch ihr beiden lebt. Ich habe ein weiteres Experiment für euch. Jon Cannon. Schieße Kugel. What? Die haben es überlebt? Nochmal. Bam! Prallt ab. Zack. Yo, was passiert hier? Beide sind hingeflogen. Und beide sind auch gestorben. Wow. Jeder bekommt einen Schuss ab. Und der erste Schuss. Sie hat überlebt. Jetzt Foxy. Bam. Jetzt Bonnie. Warum überleben das alle? Er fällt hin. Er ist gestorben. Das heißt, er ist am schwächsten. Weg mit dir. Und jetzt Freddy. Perfekt. Zweiter Schuss für Chica. Wird sie sterben oder nicht? Bam. Kritischer Treffer. Sie fliegt hin. Und sie stirbt. Die Frage ist, wird Foxy überleben? Hat er überlebt? Jawohl. Und jetzt Freddy. Zack. Hat auch überlebt. Jetzt wieder Foxy. Bam. No. Die Lunge ist gestorben. Er ist von uns gegangen. Nein. Was machen wir mit dir? Überlebt er einen Pumpgun-Shot aus? Stirb! Der ist ja voll krass. Er steht einfach wieder auf. Der ist ja so eine Maschine. Doch überlebt er auch eine Minigun? Das mag ich bezweifeln. Wir testen's aus. Töte ihn! Alter, als ob. Der Typ stirbt aber nicht. Egal wie sehr ich reinballer. Der Typ ist unbesiegbar. Das ist doch echt lächerlich. Ich glaube, ich brauche härtere Methoden. Ein Panzer. Schieße Rakete ab. Oh mein Gott. Der Kopf ist weg. Ihr habt's geschafft. Nightmare Freddy. Jo, das sieht deutlich gruseliger aus als die anderen. Töte ihn. Er ist doch nicht gruselig. Endoskeleton. What the? Wer ist das? Der sieht einfach aus wie Siren Head. Accelerator. Ah, das war die Waffe. Irgendwelche letzten Worte? Nein. Bam. Er ist elektrisiert. Tschüss. Elektrisiere ihn zu Tode. Der ist sau creepy. Den müssen wir erst recht töten. Schieße richtig starke Kanone ab. Bam. Oh mein Gott. Aua. Auto gegen Animatronic. Was passiert? Sie crashen. Aber sie leben noch. Oh. Das tut weh. RGB Energy Sword. Yo, Alter. Das sieht ja voll geil aus. Steck's in ihn rein. Das schmerzt. Jetzt doch, oder? Wir haben ihn durchtrennt. Kann es einen Menschen töten? Werf's auf ihn. Passiert was? Er fängt an zu brennen. Oh, das sieht nicht gut aus für ihn. Oh Mann, hab ich Durst. Trink mal was. Wie viel Uhr ist es? Warte mal. Ich habe heute meinen ersten Arbeitstag in der Pizzeria. Ich muss jetzt los. Steig ins Auto ein. Fahr los. Ich glaube, hier ist es. Dann halt mal an. Ist das der Eingang? Mach mal die Tür auf. Ich glaube, das ist es. Ja. Geh mal weiter. Was ist das für ein komischer Ort, Alter? Wo bin ich hier? Und was ist denn das denn für ein Ding? Hallo? Ist ein Roboter. Wo ist der Security-Raum? Ah, hier ist er. Ich habe ihn gefunden. Warum wollte eigentlich niemand diesen Job haben? Der ist doch voll leicht. Du musst nur 6 Stunden bis in der Früh warten. Mach mal das Licht an. Jetzt ist es doch schon viel besser. Okay, lass mal in die Kamera reinschauen. Was geht denn hier ab? Ich sehe ja fast gar nichts. Ich muss erstmal die Lichter anmachen. Schau noch mal rein. Jetzt sehe ich schon viel mehr. Wer ist das? Auch so ein komischer Roboter. Ich frag gar nicht erst. Mach die Lichter wieder aus. Schau mal woanders rein. Warte mal, wo ist das denn jetzt? Ah, da war ich schon mal. Da war diese komische Ente. Aber war sie nicht vorhin dort? Jetzt bin ich verwirrt. Hat die sich gerade bewegt? Das kann doch nicht sein, oder? Ich glaube, das war der Wind. Schau mal weiter rein. Okay, was ist denn dort? Noch ein Roboter? Dein Ernst? Was haben die mit ihren Robotern, Alter? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich schlafen. Es passiert eh nichts Spannendes. Ein paar Sekunden später. Wie geht's denn unseren Bären? Wo ist der hin? Der ist weg. Ah, hier ist der. Aber trotzdem, wie hat er sich bewegt? Also, das war niemals der Wind. Bin ich verrückt? Nein, es kann doch nicht sein. Warum sollten die sich bewegen? Guck, die bleiben alle stehen. Der hier, die Ente und der Hase. Warte mal. Nein, der bewegt sich doch. Was habe ich gerade gesehen? Der hat sich bewegt. Ich bin doch jetzt komplett, oder? Mach alle Lichter an. Ich darf sie nicht aus den Augen verlieren. Aber ich tue jetzt sehr viel Strom verschwenden. Wenn ich so weitermache, habe ich in der Stunde keinen Strom mehr. Mach sie doch wieder aus. Ich muss ein bisschen sparen. Okay, genug gespart. Schau wieder rein. Oh Gott, er ist verschwunden. Wo ist er hin? Okay, hab ihn wieder. Er ist ins Nebenzimmer reingerannt. Die Ente hat sich auch bewegt. Was wollen die von mir? Ich hab dir nichts getan. Der Hase ist okay. Der chillt für eine Weile. Mach die Lichter wieder aus. Ich hab echt nicht mehr viel Strom. Oh, hier ist eine Pepsi. Trink die mal. Ich hab richtig Durst. Ich glaube, die haben sich beruhigt. Schau noch mal in die Cafeteria rein. Alles ist wieder normal. Hä? Wo ist die Ente? Ah, hier hat sie sich versteckt. Alles im grünen Bereich. Aber wo ist der Hase jetzt geblieben? Der hat sich in Luft aufgelöst. Oh Gott, das ist so ein stressiger Beruf. Der ist im Gang. Der Bär ist ins Zimmer weitergegangen. Ich habe Angst vorm Hasen. Der darf mir nicht zu nahe kommen. Mach die Lichter wieder aus. Warte mal, hört es gerade richtig? Sind das Fußschritte? Mach die Kamera im Flur an. Der Bär und der Hase sind hier. Ich will nicht sterben. Ich habe nur noch ganz wenig Strom. Aber ich darf das Licht nicht ausmachen. Sonst kommen sie näher. Aber ich muss es tun. Mach die Taschenlampe an. Oh no. Der ist direkt vor meiner Tür. Mach die Tür zu. Tschüss. Mach das Licht wieder aus. Jetzt bin ich safe. Wo ist eigentlich die Ente? Sie ist im gelben Bereich. Wenn ich ehrlich bin, will ich die Flurkamera gar nicht anschauen.
anschauen. Mach's trotzdem. Die beiden sind ausgesperrt. Sie kommen hier nicht durch. Cooler Versuch von euch beiden. Aber ihr kriegt mich niemals. Was ist das für ein Geräusch? Der Monitor ist aus. Warum? Das Licht geht auch aus. Der Strom ist weg. Ich habe ihn aufgebraucht. Die Tür braucht auch Strom. Das ist kein gutes Zeichen. Geh zur Tür hin. Gleich geht sie auf. Der Strom ist weg. Hallo, ist da jemand? Oh Gott. Ich glaube, das war mein letzter Arbeitstag. Versteck dich hier. Ich höre Schritte. Ich höre sie atmen. Hä? Was ist das denn jetzt? Es ist 6 Uhr. Ich hab's geschafft. Ich wäre beinahe gestorben. Weg hier. Ich will nach Hause. Ich muss noch 4 weitere Nächte überleben. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Aber ich muss es wenigstens versuchen. Jetzt weiß ich wenigstens, warum niemand diesen Job haben wollte. Es ist wieder soweit. Ich bin bereit für diese Nacht. Ich habe keine Angst vor euch. Ach du heilige Scheiße. Die sehen jetzt anders aus. Noch gruseliger. Ich darf nicht sterben. Ich bin noch zu jung dafür. Was ist da oben? Da ist ein Schacht. Ist der neu? Keine Ahnung. Mach den Monitor an. Dann lass mal reinschauen. Alter, warum wurden sie alle gruseliger? Ich habe Angst vor denen. Was ist das für eine Kamera? Das ist doch der Schacht von vorhin, oder? Mach das Licht an. Hä? Da ist jemand drin. Auch ein Roboter. Der ist direkt über mir. Wenigstens bewegt er sich nicht. Apropos bewegen. Wo sind die anderen? Was? Es ist erst 1 Uhr und er ist schon verschwunden. Die sind deutlich aggressiver als die letzten. Der Hase hat sich ein bisschen bewegt. Die Ente auch. Oh, ich bin schon wieder so müde. Ich darf aber nicht einschlafen. Wenn ich nur ein Auge zumache, werden sie mich direkt töten. Wie sieht es mit dem Lüftungsschacht aus? Der ist auch ein bisschen nach vorne gegangen. Warum bewegen sich alle so schnell? Ich muss durchgehend aufpassen. Schau in die Cafeteria rein. Die Ente hat sich ein bisschen bewegt. Und wer ist das? Noch ein neuer Roboter? Als ob der im Schacht noch nicht genug wäre. Das kann auch niemals gut enden. Wo ist der Bär? Der ist schon im letzten Raum. Nach diesem Raum ist er im Flur drin. Der ist nicht mehr weit entfernt. Die Ente ist heute mal langsam. Sie ist wenigstens nett. Aber wo ist der komische Fuchs hin? Schau mal nach dem Hasen. Ich habe statt den Hasen den Fuchs gefunden. Der Fuchs ist ja richtig schnell. Und wenn der Hase nicht mehr da ist, dann bedeutet das nur eins. Er ist im Flur drin. Mach die Flurkamera an. Ja, hier ist er. Und der Schachtroboter? Der ist schon ganz knapp bei mir. Nur noch 1 Meter und er fällt runter. Direkt in mein Büro rein. Perfekt. Der Bär ist auch verschwunden. Es läuft alles schief. Wenigstens ist die Ente doch am Stehen. Willst du mich verarschen? Sie ist hier drin. Ich habe doch gesagt, der Fuchs ist richtig schnell, oder? Wenn er nicht dort ist, dann ist er im Flur. Hier ist der Bär und der Hase. Der Fuchs bewegt sich in meine Richtung. Mach die Tür zu. Beeil dich. Ganz knapp. Die sind direkt vor meiner Tür. Wie sieht's mit der Schachttür aus? Er will reinkommen. Mach die Schachttür zu. Ich habe ihn abgehalten. Schau nochmal im Flur rein. Alle 3 stehen vor der Tür. Es ist 5 Uhr. Komm bitte. Der Monitor geht aus. Och, nicht schon wieder. Er kommt runter. Mach's Licht an. Hallo. Das Licht flackert. Jetzt ist sie aus. Nimm deine Ersatztaschenlampe. Bitte bewegt euch nicht. Oh nein, sie kommen. Sie springen auf mich. Ich muss weg hier. Die Knöpfe sind kaputt. Spring über ihn. Sie machen alles kaputt. Hallo Fuchs. Aua. Nein. Er hat mich in 2 geteilt. Er nimmt mich fest. Bitte, ich will nicht sterben. Lasst mich in Ruhe. Hä? Was passiert hier? Sie schlafen ein. Es ist 6 Uhr. Ich brauche einen Krankenwagen. Er wird verbluten. Was machen wir jetzt? Wir müssen eine OP machen. Und genau das haben wir links in diesem Video gemacht. Und dann würde ich sagen, was war's mit diesem Video? Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer McWit. Tschüss.